Er ist Arzt, Politiker, Punkrock-Musiker und jetzt auch Kabarettist. Der Wiener Dominik Vlasny, besser bekannt als Marco Pogo. Im Vorjahr kandidierte der Chef der Bierpartei für das Amt des Bundespräsidenten. Jetzt war er mit seinem Kabarettprogramm im Grazer Theatercafé zu Gast. Mir ist nur wichtig, als Politiker ehrlich zu bleiben. Das war jetzt der beste Witz des ganzen Abends. Er ist Politiker und, kein Witz, Neokabarettist. Wie geht Marco Pogo an die neue Aufgabe heran? Das ist auch das, was ich in meiner Erfahrung, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste, auch mitnehmen konnte, sich selbst treu zu bleiben. Und dann springt der Funke auch auf die Leute über. Schichteldrucker nennt sich sein erstes Kabarettprogramm, das aus einer Lesung heraus entstanden ist. Was hat er neu lernen müssen? Den Text. Das Angenehme an einer Lesung ist, du hast ein Buch und das liegt vor dir und du kannst fast nichts falsch machen. Und wenn was falsch läuft, keine Panik, frei nach dem Motto, das kann ja nicht so schwer sein. Es kann nicht so schwer sein, man muss es einfach tun. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du es nie wissen. Und zu Tode gefurcht ist auch gestorben. Und so erzählt der Wiener etwa pointiert vom Leben als Turbo-Bier-Frontman im Turbus. Also Turbus ist ein wahres Biotop. Da kannst du ein ganzes Staffeluniversum drüber tragen. Die menschliche Verdauung in allen Aggregatzuständen. Fest, flüssig, schasförmig. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat schlängelt sich aber auch durch die österreichische Parteienlandschaft. Gibt es in Österreich die Partei Autonom Revolutionär Subversiv Chaotische Hacklerpartei, kurz Arsch? Gibt's. Dominik Vlasny alias Marco Pogo. Arzt, Musiker, Autor, Neokabarettist und Gründer der Bierpartei. Mit wem würde das Multitalent gerne einmal selbst auf ein Bier gehen? Der amtierende Herr Bundespräsident schuldet mir noch eins. Also an dieser Stelle möchte ich nochmal an seine Einladung, an meine Person, ihn erinnern. Ja, vielleicht schaut er heute Steiermark heute und kommt seinem Versprechen nach. Ja?